und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality von der Kartonproduktion auf der Grünfelder Land. Ich bin gerade noch hier dabei, die Kartons aus dem Weg zu räumen, dass wir die Produktion leer machen können, um dann über Nacht natürlich gleich wieder volle Lotte nachzuproduzieren. So, und das haben wir gleich geschafft. So, wieder noch und wieder noch. Geleert werden. Okay, oder auch nicht, weil die letzte Palette natürlich wieder rumzicken muss, ey. Oh, jetzt bockt die so rum, das gibt's ja nicht. Das ist ja unglaublich. Aber das ist typisch, das ist typisch. Man sagt, oh, es ist alles gut gelaufen und ganz am Ende läuft doch wieder alles schief. Ach Mensch, okay, egal. So, geht er noch? Da hat sich wohl gerade einer verwählt. So, die Frage, wie ich die da rauskriege, ey. Nein, bleib drauf. Oh. Jetzt aber. Ach, Jürgen wird sich freuen, wenn er die Paletten hier sieht. Er dann aufladen muss. So. So, dann schmeißen wir. Oh Gott, so dunkel hier. Die hier mal raus. Und dann läuft es wieder. Die Restli-Nackschnitzel mache ich trotzdem hinten bei der Papierproduktion rein. Dann haben wir da schon mal einen Vorrat. Volker Baruna, hallo. Stefan Müller hier. Hallöle. Und zwar, ich hätte eine Frage an Sie. Jo. Und zwar, der Win hatte jetzt gerade eben einen Verkehrsunfall. Hm. Mit seinem Nigelnagel und Johnny. Hm. Es waren anscheinend ein paar Bier zu viel. Das ist schlecht. So. Könnten Sie mal immer mal nach ihm mal gucken, wenn das gehen würde? Er steht so hier gerade vor mir aufrecht, aber... Warum nicht? Ich bin weniger Sanitäter noch sonst irgendwas. Einiges weh.
Nee, nur mal nach ihm immer mal rüber gucken, ob noch alles okay ist und wenn nicht uns informieren. Das verstehe ich jetzt nicht. Einfach mal immer zum Win rüberfahren, Ja. um Aha. zu gucken, ob er noch lebt oder andere Zeichen noch gibt von sich, dass es ihm noch gut geht, dass es nicht nichts weiteres ist und wenn er irgendwelche weiteren Beschwerden hat, entweder mich oder den Leon anzurufen. Ja, und in welchem Zeitabstand soll ich da immer vorbeifahren? Alle Was Stunde ich? oder was? Ja, alle 1 bis 2 Stunden. Okay. Mal eine kurze Frage. Sie haben eine rechte Hand, oder? Ja. Können Sie die mal bitte rücklings auf Ihre Stirn legen? Wieso meine Stirn? Ich glaube, dass Sie Fieber haben. Ich fahre dann jetzt jede Stunde rüber und gucke, ob der noch lebt. Was ist denn das? Dann liefern Sie ins Krankenhaus den Typen ein und hängen Sie in einen Tropf. Jetzt flitzt er gerade wie eine Rakete an mir vorbei. Ja, Was also ist rufen Sie los? einen Sanitäter und dann gucken Sie, dass der irgendwo Jetzt ja, heute blöd Nacht ist er bei schläft. mir. Das ist ja das Schlimme, der haut einfach ab. Wenn der im Krankenhaus ist, dann kann der nicht abhauen. Dann wird er Wir halt sind bei fixiert. gerade bei dem am Hof. Deshalb rufen Sie einen Sanitäter an. Ich glaube, der Neumann ist dafür zuständig. Und dann sollen die den abholen und im Notfall wird er fixiert für die Nacht. Dann hat er nicht mehr rumzuzappeln. Jetzt ist er gerade bei seinem Schwein. Ja, vielleicht legt er sich da ja auch schlafen. Ja, hoffentlich. Ja, gut. Naja, Im wenn es Notfall geht. rufen Sie mal den Neumann an, dass der da irgendjemanden vorbeischickt. Ja, wenn nicht, bitte versuchen Sie es irgendwie einer Stunde mal vorbeizugucken oder deinen Mitarbeiter zu schicken. Ab dann dem nächsten Morgen über die Nacht werden wir noch bei ihm bleiben, aber über den Tag halt nicht. Ja, der wird am Tag schon nicht so viel saufen. Warum säuft denn der überhaupt? Er wollte mit mir und dem LU seinen Geburtstag nachfeiern. Ach, und dann Sag war er was. traurig, dass so wenig Leute gekommen sind, oder wie? Danach hat er, wo er da war, direkt 32 Bier bestellt und hat die auf Ex alle getrunken. Wissen Sie was? Was? So einer ist selber schuld. Ja, irgendwie schon. Ja, also, schönen Abend Danach. noch. Ja. Tschüss. Oh, ich glaube, ich muss ein neues. Ich muss mein Telefon umbenennen. Telefonseelsorge oder so. So, warte mal. Ich muss jetzt den Anhänger die Bordwände draufschrauben. Und dann müssen wir morgen gucken, dass wir das Getreide verkaufen. Weil sonst stehen wir ganz schnell in der Sackgasse drin. Und da wollte ich eigentlich nicht hin. Naja. Aber vielleicht sind die Preise über Nacht auch wieder gestiegen, wer weiß. Folge war Una, hallo? Moin, Hi. ein Problem. Was? Wächst schon Unkraut. Ja, LU. Obwohl ich noch nicht mal fertig habe mit dem Säen. Ja, das hatte ich aber auf dem 109er auch. Das LU weiß schon Bescheid, dass die nächste Woche Unkraut spritzen müssen. Okay. Den Auftrag geben wir an die, weil wir müssen dann ja nochmal düngen. Jo. Ist ja kein Thema. Was ist denn jetzt los, ey? Ich mache jetzt, warte mal, ich guck mal gerade nochmal in die Börse rein. Oh, Soja ist gut. Soja sind 680. Und Gerste ist um 100 Euro gefallen, ey. Shit. Also Soja werde ich verkaufen fahren. Oh, Okay. Moment. Kabel noch richtig dran machen. Passt. Soll ich damit auch etwas verkaufen fahren oder was soll ich da machen? Was ist denn der Strohpreis gerade?
Auf Storpreis braucht man nicht schauen, der ist immer tief. Ja, aber wenn es ein tiefer, guter Preis ist, ist es besser wie ein tiefer, schlechter Preis. Also wenn es 30 Euro oder so dafür gibt, dann ist das eigentlich gut. Keine Ahnung, da, ich finde ihn gerade nicht. Lol. Das ist jetzt nicht wahr. Ich glaube, der Neumann hat uns die Katze im Sack verkauft. Warum? Moment. Ja. Den Anhänger, den er uns verkauft hat. Ja. Ja, hat er gesagt, die Bordwände sind dabei. Die sind nicht dabei. Dieser Betrüger. Da soll ich jetzt nochmal 35.000 extra zahlen. 35.000. Ja. Dachte ich, sehe nicht recht. Soll ich zu ihm fahren und immer richtig die Leviten lesen, wenn man bei uns in Tirol sagt. Das kannst du mal machen. Okay. Ah. Ich hab gleich fertig noch eine Bahn und dann fahre ich hoch. Gut, dann mach das mal. Ja. Vielleicht kriegst du ein paar Bordwände mit. Das warte, nee, warte, das kannst du tatsächlich machen. Der soll den Anhänger mitnehmen. Nimmst du den Anhänger mit? Und der soll da die Bordwände noch dran machen. Der hat gesagt, die gehören da dazu. Ja. Der hat nichts von Mehrkosten gesagt. Das stimmt. Dann nehme ich den Joskin. Aber ich muss... Ja, dann stelle ich die Sämaschine noch mal kurz zum Hof. Dann nehme ich den John Deere. Wir können es aus Auto... Achso, nee, ja. Ja. Passt. Ja, das mit der Gerste, das nervt mich ein bisschen. Gestern war der Preis noch bei 580. Müssen wir halt warten ein bisschen. Außer wir brauchen das Geld wirklich dringend, dann... Ja, das Problem ist, du musst auf deine Metzgerei warten. Ja. Den Händler habe ich bezahlt. Ah, warte mal, den anderen kann ich den jetzt auch noch bezahlen. 15.000, ah ja, den kann ich auch noch bezahlen. Dann ist das nämlich erledigt, weil sonst laufen wir den Kosten hinterher, wenn wir jetzt langsam nicht mehr nachkommen. Gut. Dann verkaufe ich, fahre ich mal. Warte mal, wo muss denn Soja überhaupt hin? Zum Lidl. Dann fahre ich mal zum Lidl. Ja. Gut. Gut, wie gesagt. Ah ja, da kommt es ja schon rein. War aber knapp hier. Wie 35.000 oder 3.500? 35.000. Für die großen Bordwände. Das ist schon nochmal ein bisschen. Das ist fast der. Ich glaube, der Anhänger hat 40 gekostet oder so. Da sind 35.000 dann nochmal. Ja, ist Gold oder wie? Wer weiß. Da kannst du einen gleichen Auftrag geben zum Ding, Pflanzenschutz, auf allen drei Feldern. Ich dachte, das hast du schon gemacht. Ja, ich habe ihm angekündigt, dass es notwendig ist. Okay. Aber kannst da kurz anrufen, dass der nächste Woche auf jeden Fall am Montag gleich runterfährt. Okay. Ich fahre das Ding noch weg und dann ist für heute auch noch schon wieder Feierabend.
Also gut ist auf jeden Fall noch, dass der Sojapreis hochgegangen ist. 683. Ist ganz schick, nehmen wir mit. Schade auf jeden Fall für die Gerste, weil 100 Euro macht halt im Verkauf 10.000. Knapp über 10.000 Euro aus. Und das ist ein bisschen nicht so schön. Aber ja, so sind eben die Marktpreise. Da kann es mal hoch oder runter gehen. Mal den Soja weg. So, 21.000 hat uns das gebracht. Ist ganz in Ordnung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.